Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute, Freunde, bisschen was anderes, weil querbeet alles durch, würde ich sagen, ist in diesem Video drin. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert für den Algorithmus. Let's go, wir gehen rein ins Video. Viel Spaß. So, das Ding ist nämlich, ich weiß nicht, ich finde irgendwie Future Star Team 2 nicht so geil. Irgendwie zieht sich das so in die Länge. Ich habe WL diese Woche nicht gefühlt oder generell EAFC. Ihr habt den Duisburg-Vlog auseinandergenommen. Nochmal danke für alle Supporter hier, die diese Gaming-Sachen hier verfolgen. Gucken auch meistens die Vlogs, deswegen sage ich hier nochmal danke. Aber ich werde auch im Vlog im nächsten nochmal danke sagen. Ich habe wieder den Vlog auseinandergenommen. Ansonsten möchte ich in diesem Video jetzt einfach so, ich habe die WL beendet. Wir gehen zu den Picks erstmal. Zu den WL-Rewards bisschen, ein paar 80-Plus-Picks. Ich nehme das Video hier gerade Sonntag Mittag auf. Das heißt, ich werde den Sonntag 19 Uhr Content hier reinnehmen ins Video. Montag 19 Uhr Content und Dienstag 19 Uhr Content. Und dann denke ich mal, Dienstagabend droppe ich dieses Video hier. Deswegen heute mal ja, etwas anderes. So. Ich lasse das Mittwochsexperiment ausfallen, weil ich dieses... Ich will Brut Fantasy haben, sage ich euch ehrlich. Freitag nächste Woche, neues Event wieder. Da wieder ein bisschen mehr Energie und so. Und ja, deswegen viel Spaß mit dem Video. Wir gehen rüber zu den Weekend League Picks. Boah, Freunde, das letzte Spiel gerade gewonnen. 2-0 geführt, eine rote abgeholt mit Bright am Ende. Der macht 2-2, dann ging es in die Verlängerung, macht der 3-2, 3-3 und dann gewinne ich da Lucky am Ende. Boah, 16 Siege voll gemacht, aber das war eine der schwitzigsten WLs, Freunde. Die 84-Plus-Dinger öffne ich jetzt hier auf diese Lokere. In der Teambewertung gibt es auch. Geisteskrank, ey. Geisteskrank, dass ich hier auch keinen Future Stars ziehe, ne? Oh, Mann. Wieder gut Coins gemacht, aber die Picks sind so lacher, wow. Wow, wow, wow. Zum Team, ich habe nicht so viel anders gespielt als letzte Woche. Bright, ne, ihr seht, rote Karte, ist wieder reingerückt, weil ich habe mir da gemerkt, so bei 1-2 Gegnern, es gibt halt so diese Gegner, die du so 2-0, 3-0 abziehst, die dann sofort rausgehen. Und ich glaube auch wegen dem Totti-Effekt von Bright, klar, es würde jetzt keinen Unterschied machen, wenn ich mal ran reinpacke, aber ich fühle es auch irgendwie mehr, ne, die Tottis, die man gezogen hat, nutzen. Aber so schlecht ist die auch nicht. Also diese Welt war sie auch wieder okay, so, aber wenn so Schwitzer sind, dann kommt halt Varan rein. Kosonu habe ich ausprobiert, Freunde, der kommt halt nicht an Varan ran. Das ist geisteskrank. Ich finde den irgendwie nicht so krass, leider, wie ich am Anfang dachte. Und bei den Gegnern ist der bei den Gegnern immer die besten. Mein Van Dijk auf dem zweiten Account, ne, EM-Karte, ist auch nicht so gut wie die ganz normalen Gold-Van Dijks bei den Gegnern. Ganz komisch, aber ich hatte wieder Spielspaß am Ende des Tages. Aber war sehr verschwitzt, die WL. Hätte nicht gedacht, dass ich 16 Siege hole. Aber am Sonntag stand ich dann irgendwie so 10-1, 12-2 und so. Dachte mir, 14 Siege machst du jetzt. Hab entspannt nebenbei Videos geguckt und jetzt 16 Siege voll gemacht. Okay, Freunde, Sonntagabend-Content ist da. Icon-Pick wieder, aber leider nichts großartig geändert. Kennen wir schon Cannavaro? Da ist aber mit dem Playstyle Plus ein bisschen verquatscht. Hier, guck mal. Akrobatisch Plus und so. Ich habe sogar überlegt, den zu machen. Maybe mit Duplikaten und so. Weil so teuer ist der Mann jetzt auch nicht. 87er, 88er Team. Und dann noch ein 85er. Rest ist geschenkt. Vielleicht ist der die Lösung. Vielleicht kann ich den dann statt Bright zocken, ne? Dann 91er Rating auch. Weil ich will ja so mindestens 90er Rating Team haben. Aber ich weiß nicht. Mal gucken. Ich warte da noch die Tage ab. Vielleicht schaut man auf Twitter und so, ey, der ist der krasseste oder so. Ansonsten machen wir das Icon-Pick jetzt gleich, ne? Für Max Plus-Pick habe ich auch einmal schon gemacht. Da war Rolfe. Jetzt machen wir das gleich nochmal. Und öffnen ein paar Packs. Wir gehen rein. So, jetzt kann ich auch endlich wieder ohne schlechtes Gewissen so ein 5x84 Plus-Pack öffnen. Ach ja, erstmal die Campaign-Mix-Packs, ne? WL-Rewards. Rot? Stürmer? Ach, das sind diese Dynasty-Player, oder? Ah, Feuer. Feuer Morata. Alvaro. 87er SPC-Futter, okay. Gefolgt von einem Winter Wildcard. Oh, ich hatte kurz Packlack, aber das ist Eric Lamella. 86er. Dann jetzt wieder ein 5x84 plus. Komm nu. Ja, Portugal. ZM. Bernardo Silva. Nehmen wir mit den Mann. Und das ist ein Double Walkout. Goldkarten. Ist nur Mbappé was wert, ne, gefühlt. Und Oblak für die SPC halt wichtig. Ach ja, Icon Pick können wir bestimmt auch auf dem zweiten Account machen, ne. Da setze ich jetzt mal die höchste Priorität gerade an. Ein 2x85 Plus öffne ich auch. Ja, Future Stars, let's go.
England IV Manchester United. Oh, let's see. 88er Rating, Future Stars bezogen, nehme ich mit. Aber ihr seht schon meine Reaktion, ne? Future Stars für mich over, sage ich euch ehrlich. Mental schon over. Damit kommen wir zum Icon Pick. Let's go, gönn direkt einen heftigen Drogba. Krass, Sava einfach. Sava, ja, ja. Hier haben wir ja Trotty Icon Rush. Ja, da wird durchgerusht. Drogba nehme ich aber mit. Bisschen auch für den Bruch 2012, aber Drogba, auch ein neues PC wird am Ende des Tages für mich, glaube ich. 1 Million kostet der Mann? Ich glaube, der wird meinen Shevchenko dann ersetzen auf der Bank. Aber das ist gar nicht mein Spielertyp, ne? Deswegen habe ich gesagt, so. Der kostet doch 1 Million? Vielleicht muss ich da mal flanken, nonstop auf den Mann draufhauen, irgendwie. Drogba? Oh? Mal gucken. Gehen wir auf den zweiten Account. Das Ganze auf dem zweiten Account. Gönnen wir Brasil, R9. R9, na klar! So, wen nehme ich denn hier, Digga? Ich gehe hier sogar mit Rating. Geisteskranke. Ujol, wow. Wir sehen uns Dienstagabend wieder. Montagabend. Wir haben ja gerade Sonntag, ohne Sinn. Montag 19 Uhr, Freunde. Das kam raus. 81 plus Pick, ne? Da müsst ihr jetzt, glaube ich, 8 abgeben. Ja, 8 Stück abgeben. Davon einer Gold Rare. Bin ich gespannt, wie die sind. Ich glaube, wir machen so 3, 4 auf. Ich habe noch 30 von den 80 plus. Ne? Die ziehe ich alle runter. Wenn ich da was ziehe, blende ich ein. 20 mal 82 plus. Das wird auch wiederholbar sein in 22 Stunden. 83er, 85er Team abgeben. Und ja, also hier muss ein mindestens 86er rein. Ich dachte erstmal, bei beiden muss ein Inform, aber hier noch ein Inform. Das Pack werde ich 100% mitnehmen ins Freitags-Event, ne? Fantasy. Und 85 plus Pick kennt ihr ja. Wir gehen rein. Oh, Netz wieder. 86er. Okay. Okay, Freunde, die Picks sind sehr verwirrt. Da hier haben wir die 81 plus teilweise noch. Ich wundere mich, dass die Back-to-Back-Picks bringen. Ne? Jeder hat heute mit einem Pack eigentlich gerechnet. Wurde dann auch recht früh geleakt, so 18, 17 Uhr. Da habe ich es sein lassen, weiter 80 plus Picks zu machen, um zu gucken, wie die 81 Dinger sind. Bin ich echt mal gespannt. Oh, jetzt gönnen die Kimmich. Ja, Kimmich, gerade jetzt nach dem Bochum-Spiel, ne? Skandal. Ich hoffe auch bei dem Icon-Pick, dass diese zweite Welle wieder mehr gönnt, wie letztes Mal. Weil die erste Welle habe ich gesehen, auch bei Smaxi im Video und so, hat gar nicht gegönnt. Oh, jetzt gerade auf einmal gönnen die wieder, wenn ich mit euch reden möchte. Oh, auf einmal gönnen die wieder, wenn ich mit euch reden möchte. Oh, Runov. Kann ich nicht aussprechen. Den muss ich reinsetzen in die 20x82 plus. Bis hier. Die 81 plus Dinger. Ja, das ist eigentlich kein Unterschied zu 80 plus. Dann müsst ihr halt mehr abgeben, das ist der Bruch. Aber ich glaube, vom Gönnfaktor her ist da kein Unterschied, wie ihr seht. Dass ich hier alles aufspare, kracht es bei den 84er Rating gerade aktuell. Netz konnte ich noch reinhauen in diese 20x82 plus und jetzt ein 85 plus Pick. Könnten mir Pop oder Victor. Ah, okay. Ansonsten hier nochmal die Transferliste. Freunde, guck mal. Also die Sachen konnte ich noch verkaufen hier, ne? Die können weg eigentlich. Aber hier gerade Informs, ne? Ihr seht selber, 84er auch. Ich predige es immer wieder, so einfach nebenbei Coins machen, wenn ihr zur Schule geht, zur Arbeit. Einfach mit der Handy-App, ne? Ganz entspannt. Da die Coins machen, ihr seht oben 1,3 Millionen schon fast wieder. Also auf Tots freue ich mich jetzt schon. Aber erstmal von Fantasy. Und wir haben Dienstagabend, Freunde, schnell noch hier so zwei Picks gemacht. Einen 85 plus Pick und dieses mit Champions League und so. Heulund. Ja, Heulund nehme ich mit. Ist der was wert, der Mann? Ja, ist sogar was wert. 4-4, ja, kann man mitnehmen. Kann man ein bisschen probieren, aber ist, glaube ich, nicht so mein Spielertyp. Und jetzt hier so ein Mbappé-Upgrade wäre cool. Boniface, wichtig für Boniface später. Ja, Broski hat mit Boniface Future Stars gespielt und hat ihn gelobt. Der hat irgendwie 100 Scorer oder so gemacht. Ne, geisteskrank. Hat Bock gemacht, sein Best-of zu gucken. Kann ich nur empfehlen. 19 Uhr Content am Dienstag, Freunde. Ne, die üblichen Sachen, 85 plus Pick, 20x82 plus. Werde ich, wie gesagt, für Freitags-Event mitnehmen, ne? Food Fantasy kommt da raus. Karten wurden noch nicht geleakt, ne? Wir haben gerade Dienstagabend. Ich hoffe, das passiert die Tage. Der Mann kam hier noch raus. Axel, dieser Sie. Und ich sage euch ehrlich, 84er, 85er Team. Also wer da nach IVs sucht, die Werte sehen nicht verkehrt aus. 82 Pace, 88 Physis, 88 Verteidigung, 91 Physis. Maybe ist es. Also für mich jetzt nicht. Ich habe Varan und so.
Aber ich würde sagen, wir öffnen dieses neue Pick. Das kam ja noch raus hier, ne? Ach, habe ich gar nicht favorisiert. Perfekt, Pira. Super vorbereitet natürlich wieder. Hier, einfach was ich gerade gemacht habe. Nur 1 von 4. Wildcards versus Profi. Nee. Winter versus... Ach, ist, glaube ich, nur noch die beiden Events, ne? Beim anderen waren, glaube ich, noch andere Karten, aber ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber ich bin auch alt, Mann, vergesslich. Ich würde sagen, wir machen zum Abschluss des Videos dann das Pack hier noch auf. Diesen Pick hier. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert für den Algorithmus. Gönn EA Sports, gönn. EA Sports. Oh, Future Stars. Frankreich. ZOM. Ja, let's go. Milot. Den mag ich. Aber da hätte die ruhig die Frisur lassen können, auch in Real Life. Ne? Geil, geil, geil. Stuttgart auf die 1. Nur der VfB. Future Stars! Also 84 plus, gerade gönnt. Wieder nett. Aber mit dem kann ich jetzt die SBC machen. 86er. GG's. Ah, ist kein Duplikat. Ich kann noch weiter Packs ziehen. Okay, Freunde, das ist das letzte Pack jetzt. Danach gehen wir zum Pick rüber. Ne? Kommt gerne auf Twitch vorbei, da wird Samstagmorgens, mittags wieder der Stream losgehen. Ansonsten wird Freitag oder Samstag droppe ich dann das Pack-Opening zu Food Fantasy, ne? Je nachdem wie Zeit ist, Freitagabend, muss ich mal schauen. Sonst kommt da so um 21 Uhr, 22 Uhr das Video. Genau, bis dahin hört ihr ja dann quasi jetzt erstmal nichts, ne? Das Experiment, Pack-Experiment, Mittwochsvideo kommt jetzt, ist gerade online jetzt das Dienstagsvideo, die letzten Tage. Sonst habe ich auch immer überlegt, mal vielleicht irgendwann, irgendein Wochenende so Best-of von Weekend League hochzuladen. Weil ich fühle das aktuell sehr bei Broski und Teasy Schubesch, wie die immer montags ihre Weekend League-Highlights so. Ich fühle die Männer immer voll. Zockt dabei nebenbei Rivals. Ja, deswegen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas feiern würdet. Hier ist so ein passendes Icon, wäre natürlich nice. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. Ich denke mir halt immer dann, so weißt du, im Stream sind so maximal, keine Ahnung, 3 bis 10 Leute. Aber so als Video, die Highlights, die sehen mindestens 50 bis, ne, wenn YouTube gönnt mit der Startseite und so, bis 500 Leute. Deswegen, das war so mein Gedanke. Und jetzt selber echt zum Pick rüber. Zeit, ehrlich. Zeit. Auf geht's, Freunde. Dann gönnt mal EA Sports. 1 von 4 ist big. Ich sag euch ehrlich, Kylian Mbappé wäre super. Winter Wildcats, ich erinnere mich an keinen geilen. Aber ich bin doch Altiman, hab viel vergessen, also gönnen! Boah, ich hab vor, ihr zieht hier so Neymar versus. Grüße gehen raus an Junior Cito, ich hoffe, du hast da Glück, Bro. Ich nehme hier die Brasilianerin, ne? Miss Rating. Sag mal, wie teuer du bist. In dem Sinne. Haut rein und ciao! Yeah, I got 1 grand on my dummy up. Who caught a million, my go yard dump. I went against her, you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4. Cause I get me some hands, she been that shit over.